Willkommen zurück. So, nach der letzten Tour bin ich nach Frederikshafen gefahren, vom Kiel aus. Und weil ich jetzt absolut nichts Besseres zu tun habe, bringe ich es jetzt zu Ende. Sozusagen. Weil ich packe jetzt hier noch die letzten, ja, die letzten paar Kilometer noch drauf, dass ich auf 1,5 Millionen komme. Ja, feier ich. Ich weiß noch nicht genau was oder warum oder wofür, aber ich freue mich drauf. Vielleicht. Ich weiß nicht, soll ich den Verkehr wieder anmachen oder nicht? Ich meine, effizienter wäre es, wenn ich ohne Verkehr fahre, weil dann bin ich schneller. Realistischer wäre es natürlich mit. Mit Verkehr realistischer. Ja, ich fahre jetzt schon wieder nur noch fast 100 mit dem LKW. Also realistischer. Sehe ich irgendwie nicht so ganz. Nur deswegen. Das wird nix. Entschuldige, du musst kurz weichen. Okay, nur der Trailer ist kaputt. Also 2,74 € Schaden. Ist überschaubar. Das geht schon noch. Das hole ich auf jeden Fall wieder rein mit dem Auftrag. Ja. Gut, nehme ich halt auch noch eine Runde auf. Mein Gott, was soll's. Dann habe ich hier diese Maps LTS. Ja, mach ich. Ja, Chefin. Wir haben jetzt Impfstoffe. Die müssen nach Liepaja. 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 Für 87.000, also geht. 100.000 Kilometer, also 1,26, glaube ich, war der Preis. 83 im Moment ist er gerade, ich weiß nicht. Er ist weit runtergefallen. Beziehungsweise nach Göteborg und von Göteborg nach Linköpnig und Jönköpnig und wie soll er heißen. Und dann, ich glaube, Kapellskär. Kapellskär, ich glaube, wie das so ausspricht in Schwedisch. Dabei stocken wir mal die kleine Fähre. Rüber und dann noch ein Stückchen die Straße am Meer runter, dann sind wir gleich da. Also, es ist nicht weit. Es wird nicht sehr lange dauern. 8:45 Uhr Ankunftszeit, es ist 8:07 Uhr, so lange werde ich nicht brauchen. Kann sein, ich falsch abgebogen bin? Gott, was für ein Held. Gott sei Dank habe ich es gleich gemerkt. Auf ein neues. Also, wir fahren knapp 1000 noch was Kilometer. Ja, jetzt sind wir wieder richtig. Mann, Mann, Mann. Lauter quatschen, gell? Furchtbar. Ja, Ausrüstung haben wir geliefert. Liefern wir gerade, genau. Und dann fahren wir jetzt schnell rüber zur Fähre. Der Preis halt unten auf einmal. Jetzt bin ich nur 82 pro Kilometer. Mann, Mann. Komm hier noch runter. 125 bin Standard. Durchschnittswert. Damit da keiner bei SPV meint, ich bin ein Cheater oder so. Wenn ich immer Doppeltrailer fahre und immer hochwertiges Zeug. Also. Gewinnorientiert, das ist alles. Ich könnte auch, was weiß ich, Styroporboxen fahren für 20 Euro pro Kilometer. Lohnt sich halt nicht für mich. In meinen Augen. Weil das nicht immer gute Frachten, das ist ja klar. Ich bin jetzt gerade schon. Dann turn left, ja, okay. Da so muss ich hin, glaube ich. Ja.
Ja, nicht so oft. Jetzt wird wirklich raus, ob die Fähre überhaupt geeignet ist für große Trainerfahrzeuge. Daumen drücken. Fair von Friedrich Schoen, Bennett Gothenburg, Stina, Line Bennett. 677 User joined your channel. Hallo! Oh. Und da ist der Niklas. Willkommen, Niklas. Grüße dich. So bin ich eigentlich immer so früh wach? Das weiß ich auch nicht, aber du bist in meiner Aufnahme. Willkommen. Grüße gehen raus. Weil ich werde jetzt hier mit diesem Auftrag die. Oh Gott, dieses Navi. Die 1,5 Millionen knacken von meiner Zugmaschine. Deswegen wird es eine Whatever-Folge. Ich hoffe, dir zerlegt das Getriebe. Hoffe ich nicht. Ich habe gerade mal den. Ja, unseren Holländer angeschrieben. Wir haben Holländer? Ja, der die Schnittblumen die ganze Zeit fährt und so. Achso, ja, Dieselpower. Und der hat gemeint, ja, vielleicht irgendwann. Jetzt im Moment ist gerade schlecht, weil bei ihm schlafen alle. Hier kann er da und naja, können wir. Ja. Ich geh jetzt erstmal wieder LS. Erstmal gucken, was da abgeht. Ja, ich komm dann auch noch rein, mal schauen. Ich bin gestern tatsächlich doch noch beim Konvoi mitgefahren, gell? Ich hab's mir schon fast gedacht, nachdem ich die Fotos gesehen habe, ja. Ach, wegen dem Namen. Naja, weil der Dreier da irgendwie alle zusammen wart. In deinem Büro. Ach so, ja. Ja. Ich war ja nicht eingeladen. Theoretisch schon. Praktisch nicht. Hat mich keiner abgeholt. Das war richtig stressig, ey. Ich hab mir so 20 Minuten vor Ablauf, Anfang vom Konvoi, habe ich mir noch das DLC geholt, was ich brauchte. Musste mir noch den LKW zusammenschustern. Und irgendwie nach Luxemburg kommen. Hm. Deine Flycam ist manchmal viel wert, gell? Das hab ich ja gemacht im Singleplayer. Ich wurde weggeportet wieder. Dann musste ich erstmal Spielstand steichern und im Safe-Game-Editor musste ich mir alle Garagen geben und dann konnte ich mich dahin teleportieren. Na, hat's ja doch gepasst. Ja. Hat sich ja gelohnt. Gerade in 12 Minuten von Kiel nach Friedrichshafen gefahren. Ja. Das sind knapp 600 Kilometer. Das klingt nicht nach STV. Ach. Das klingt nicht nach vernünftig. Das vor allem auch nicht. Ja, mei. Die Helfer bomben ran. Wer soll? Die haben einen Grubber geklaut, ich glaub's nicht. Ich habe jetzt auch dieses komische Navi mal aktiviert, spaßenshalber. Ach, das ist das Sound-Navi, oder? Ja. Ich habe jetzt die Granny, die amerikanische Granny, also die Großmutter. Sagt sie das jetzt auf Englisch oder auf Deutsch? Die sagt es auf Englisch. Das ist so lustig teilweise. Spricht die das Deutsch auf Englisch aus oder sagt die auch richtig auf Englisch? Das ist Englisch. Okay. Das werde ich auch machen. Ich mag die deutsche Stimme irgendwie nicht. Jesus, take the wheel, sagt sie, wenn du zu schnell fährst. Ich schnauze dich jedes Mal an, wenn du zu schnell bist. Ja, so gut wie. Das ist also ein perfekter Mod für dich. Nein. Also. Ja doch, wenn ich STVO fahre schon. Okay. Kannst du aber umstellen, ob Stimme oder Piepen oder was auch immer. So, wo sind wir denn überhaupt? Oh, wir sind kurz davor. Noch 400 Kilometer. Schön. Da muss ich, glaube ich, ein Video machen, oder? Für Telegram. Kannst du ja rausschneiden. Mich letzten Kilometer. Ja, müsste ich es rausschneiden und dann über. Ja, das geht auch. Ja. Das ist dann auch wenigstens in Originalqualität. Ja, so toll ist es eh nicht. Muss ich gleich aufs Dach legen hier bei Stockholm wieder. Thank you.
beim nächsten Mal, wenn ich fahre, werde ich sehr viel, sehr oft F11 drücken müssen. Da reporte ich nämlich jeden Hügel, den ich hier finde. Jede Unebenheit, wo ich abhebe. Ich bomb die so zu, bis es machen. SCS oder was? Ja. Ja. Ich wollte vorhin wieder den Auftrag fahren, da von Messina nach Luga. Den ich gestern schon gefahren bin, den ähnlichen. Hm. Der ist noch nicht fahrbereit. Oh. Ich bin fertig, ich muss nur noch ankoppeln. Ich starte die Aufnahme, fange an zu quatschen und dann, ja. Nicht bereit. Toll. Der war so typisch. Ha! Bäh. Ich habe den besten Grund, warum man keinen Fan für meinen Grubber nimmt. Weißt du was, ich fahre jetzt halt mal Schaden ein. Das ist mir jetzt bewusst. Warum? Der Fan ist... Er kriegt ihn zwar gezogen mit 13 km/h, aber der Grubber ist auf 15 km/h dotiert. Heißt, mit meiner Maschine geht's schneller. Mhm. Ja, Fan 1050. Kannst du doch nicht so viel, ne? Ja, er kann schon ein bisschen was, aber wirklich... Ein wirklich starker Traktor fehlt einfach in dem Spiel. Ja, deswegen koppel ich jetzt den Fan ab, fahr den weg und komm mit meiner Maschine. Holt seine Raupe raus, ja? Ja. Dein Räubchen. Ich habe keine Ahnung, wem der Fan hier gehört. Der Zwillingsbereisung vorne und hinten. Der mit deiner 6 Meter Auflagefläche. Gerade, ja. Ah, schön. Ich weiß nicht, ich habe ja keine eigenen Fahrzeuge bis jetzt. Also ich werde auch nicht so viel Zeit vermutlich investieren wie andere. Benny. Ja gut, der hat gestern eine Schicht gemacht, ne? Ja, ja. Einmal 8 Stunden, fertig. Wenn ich sonst nichts zu tun gehabt hätte, hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr gemacht, aber... Ich wollte heute mit Leo ein bisschen ITS fahren. Bin ich gut. Der muss auch dringend was fahren. Ich werde mir noch ein paar DLCs dazu holen. Cut. Und dann... geht's weiter. Wenn es endlich mal abgedatet ist auf Pro-Mods, also auf 35, hier Multiplayer und alles, dann werde ich mir auch mal bei Pro-Mods ein paar Karten besorgen. So Skandinavien. Istanbul kann ich glaube ich sparen. Wollen die mich verarschen? Wieso? Wenn ihr das gesamte Bunker leer gemacht habt. Den gesamten Bunker? Geletten 1,7 Millionen Liter. Alle weg. Ich habe da gestern irgendwas davon gesehen, dass jemand unserer gearbeitet hat. Das habe ich da rausgelesen irgendwo. Ach du Scheiße. Ja, kein Wunder, dass wir knapp 4 Millionen haben. Dann sollte vielleicht jemand mal Gras sehen. Nö, wieso, wir wollen auf Feld 7 Mais machen. Wieso wieder Mais? Das ist doch umständlich. Das sagt das Benny nicht mir. Ich glaube, ich kaufe ein eigenes Feld. Mach doch nur Gras. Da holen wir noch ein Fissel dazu und dann wird's richtig lustig. Der fährt den ganzen Tag nur Gras mähen. Das macht er am liebsten. Oh, das zieht sich aber auch wieder halt hier. Das war hier schon 170. Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen machen, so schaut es mich aus.
keep right. Ernsthaft? Gott, ist das hier enge. Und diese Schweden. Jetzt habe ich schon 2000 Schaden auf dem Trailer. Auf dem hinteren. Ja, wie ich schon sagte, so unebene Straßen wie jetzt der Fähre runter von Stockholm da, das mag man gar nicht. Das ist meine Lieblingsfähre. Stimmt, da war was. Was auch geil wäre, wenn es irgendwann mal einen LS, einen Abfahrhelfer gibt. Dass du einfach unter das Rohr fährst, während der Mähdrescher schon hier in dich rein entleert. Was redest du hier von LS? Ich will das im Real Life. Ja gut, das ist ja auch praktisch. Nee, aber dass du dann einfach einen Helfer anmachst und der den einfach hinterher fährt, ganze Zeit. Ja. Also ein Follow-Me-Mod. Also nicht Mod, aber ja, implementiert halt. Ja, ist ja eigentlich wie Follow-Me. Nur, dass du halt nicht hinter dir fahren lässt, sondern neben dir. Ja, aber ich denke, das gibt dann zu viele Probleme mit der Wegfindung und so. Dass sie das nicht ganz checken, wo die lang fahren müssen. Das tun sie ja immer noch nicht. Ja. 800 für die Fähre. Das heißt, verpasst, oder? Nein, noch nicht, okay. Soll ich dir was sagen? Ja. Ich schaff's mit der Fuhre hier gar nicht. Oh. Mir fehlen noch 10, 12 Kilometer oder so. War ein Umweg. Warte mal. Jetzt habe ich noch 93 Kilometer. Und brauche. Feld 7 ist fertig, gell? 4. Feld 7. Feld 7. Fertig gekubert. Ne, fertig geerntet. Wie geerntet? Das war doch schon geerntet. Das wurde doch wieder gesät mit Soja. Ach, ich hab da einen Knall. Das was? Ist jetzt fast fertig geerntet. Feld 2 wird danach geerntet, dann 3 und 4. Mann, Mann, Mann. Wie viele Kilometer nicht weiterzählen jetzt auch. Go straight on. That's right. Go straight on. That's right. So, jetzt genau brauche ich noch 100. Jetzt, also 11 Kilometer fehlen mir noch. Aber ich glaube, ich gehe trotzdem lieber ETS. Ganz wie Sie möchten. Aber erstmal DLCs wiederholen. Nicht der vielleicht ein Sparpaket. Ich schon super bei jetzt im Gaming. Okay. Es gibt zwar schon Sparpakete, aber das sind dann so beschissene Sparpakete, da habe ich dann das Spiel selbst nochmal mit drin
was ich nicht brauche, weil ich so schnapp. Und dann ist es ich. Da gibt's die die Complete Edition. Das wird doch billiger, wenn du das schon hast. Nee, weil das sind richtige Packages. Da kriegst du einfach nur einen Code. Okay. Das ist ja der Scheiß. Ist normal bei Steam zumindest ist es so, dass es dann abgezogen wird, was du schon hast. Ja gut, bei Steam, aber bei Steam kaufe ich ja nur die Sachen, die du nur bei Steam kaufen kannst. Okay. Gibt eine Complete Edition, da ist zum Beispiel Paul XC gar nicht mit drin. Ja, weil es doch zu neu ist. Kommt das nächste schon raus. So going. East hatte ich jetzt gestern geholt. Dann brauchst du noch Frankreich, Skandinavien. Das finde ich auch geil. Die listen die hier alle DLCs auf und du kannst alle quasi auf einmal kaufen, ne? Als Pack. Mhm. So, Eurotruck Simulator ist drin und dann jedes DLC halt, was Karte betrifft und die Cargo-Dinger. Ja. Dann gibt es das Cargo Collection Bundle drin. Das beinhaltet alle drei Cargo-DLCs. Aber drei? Trotz alledem, ja, es sind drei. Trotz alledem drei? Sind die sind zwei Stück nochmal einzeln aufgelistet. Wir sind drei. Sind drei. Das Heavy Cargo. Spezialtransport? Das Spezialtransport und High Power Heavy Cargo. Ah ja, okay. So, ich jetzt nochmal. Also mir fehlen jetzt 30 Euro. Die das Traurige ist ja eigentlich High Power und dann haben sie immer einen neuen Motor da drin. Naja. Also. Das ist etwas sehr Trauriges, finde ich. Kosten Frankreich 4 Euro. Ah ja! Perfekt, da kann ich meine Route fahren. Frankreich kostet nur 4 Euro. 4,29. So, ich werde jetzt hier einmal links abbiegen, weil dann komme ich genau auf die 150. Denke ich. Hoffe ich. Weiß ich. Okay. Ich weiß. Ja, oder auch nicht. Weißt du, was ich mache? Ja. Ich hole mir jetzt Baltic Sea und Viva la France. Dann kann ich nämlich jedes Mal von Baltic Sea oben bis nach Frankreich wieder fahren. Das sind vernünftig. Das sind wenigstens gute Touren. Also danach fehlen mir nur noch 17,54 €. Das ist sehr schön. So, jetzt öffne ich einen neuen Tab. Instant Gaming. Instant Gaming. Also ich kaufe alles bei Steam. Ja, aber, nee, das will ich nicht machen. Mich und komplett EDS neu zu kaufen. Alleine der Map Booster kostet mehr, als ich für alles, was ich brauche, ausgeben würde, wenn ich es mit auf MMO hole. Auf Steam selbst muss ich knapp 20 Euro bezahlen, wegen Mighty Griffin zum Beispiel und sowas. Aber das brauchen wir nicht wirklich, haben wir keinen. Ja, ich schon. Du auch, okay. Ja. Ich hab's auch, aber eigentlich hätte ich es nicht gebraucht. Ja, ich find's halt schöner bei Convoys gerade. Dann siehst du wenigstens die ganzen LKWs. Mhm. Aber ich meine, mein Griffin gab's auch auf MMO. Ich hab mir das nämlich, glaube ich, nicht auf Steam geholt. Naja, egal. Auf jeden Fall, auf Steam müsste ich 20 Euro insgesamt zahlen und auf Instant Gaming waren's an die 35 Euro insgesamt. Das heißt, ich lande dabei so 50, 55 Euro insgesamt. Und hätte ich mir jetzt alles auf Steam geholt, hätte ich alleine nur für die Karten-DLCs ohne das Grundspiel schon 70 Euro zahlen müssen. Mhm. Weil die haben einen Bundle, nämlich einen Map-Booster, so nennt der sich, und der kostet 70 Euro und du hast so alle Map-DLCs drin. Und das Spiel selbst kostet daher, glaube ich, noch 20 Euro. Ja, also ich bin am Ziel. Mir fehlen noch genau 10 Kilometer. Boah, also doch keine Aufnahmen gemacht. Doch, doch. Läuft immer noch. So, jetzt gucken wir noch, ob das der Auftrag mitgeht und dann fahre ich zur Küste und dann schauen wir mal. Anna, komm, wach, werd wach. Ach, heißt die Anna? Die Sprachausgabe für Windows 7 heißt Anna. Und die so genannt, oder? Die heißt so. Ja. Hey Anna, bitte bring mich nach Frankfurt. Das ist ja auch geil. So. Ja, wie gesagt, ignoriert einfach die Level, die ich überspringe. Und mich. Wieso dich? Ach ja. So, ich gebe dir noch ganz kurz einen Auftrag, aber ich glaube, ich habe eh nicht. Cooldown habe ich nicht. Das sind aber so 5 Kilometer in der Stadt hin und her. Wegen den Zielen. Ach Gott. Ja, ich könnte 34 Tonnen Hühnerfleisch fahren. München mit Reis. Ich bin noch nie mit dem neuen Motor irgendwas Großes gefahren. Was? Wieso neuen Motor? Ich habe einen stärkeren Motor drin. Hä?
Nicht den 750. Nein. Auch stärker. 2,5-fache Leistung. Ach, Mod-Motor oder was? Yep. Was willst du? Mit 1800 PS? Die brauche ich für Kontor. Frag meine Zuschauer. Ich brauche die. Oh Gottchen. Weißt du, wie viel Liter ich verbrauche bei realistischem Spritverbrauch? Zu viel. Ja, definitiv. Um die 130 waren es. Ich meine, spritsparend bin ich immer noch jeder Chef. Nimm dir mal ein Beispiel an mir. Fahr du mal mit 26 Liter im realistischen. Ja, dann brauche ich gar nicht Gas geben, dann brauche ich eine Mutter starten. Leerlauf. Nee, das ist echt abgefahren. Ich meine, ich kann es ja für meine Zuschauer mal kurz machen, das ist ja eine Spaßfolge heute. Gammelpla. Wo waren das? Ach, kein Wunder, dass die Überweisung nicht funktioniert, wenn ich sie nicht am Handy bestätige. Ja, nee, nee. Gott, ich bin so dumm. Da ist er. Jetzt machen wir nur an. So. Wie groß ist dein Tank? 2000 Liter. Gut, da wollte ich mich gerade fragen, weil das wäre ja scheiße, wenn der noch so klein wäre wie vorher. Drei Achse und 2000 Liter. Weil der ist auch 2,5-fach groß. Ach, dafür brauche ich gar keine Mod. Das schreibe ich mir im Safegame um, wenn ich es will. Warte mal, ich kann auf derzeitigen Verbrauch doch umschalten. Ich kann da umschalten. Also jetzt brauche ich gerade 0,0, weil ich einfach nur rolle. Alter, bei Vollgas 800 Liter lässt er durch. Alter, Alter. Und im Standgas? Null. Also, ja. Ich habe... Ja, das geringste, was ich habe, das wäre... Ja, ist schon um die 20 so. Aber dann gerade so, dass er rollt. Ja, 50 muss ich schon rechnen. Aber 500, 300. Alter Schwede. Gut, ich habe die Double Trailer noch dran, aber das heißt ja nichts. Das heißt, ich kann die aber einfach mal abstellen. Liter auf 100 Kilometern. Ja, wenn ich Vollgas gebe. Hast du das überhaupt bis zur nächsten Stelle? Ich schau mal. Wie viele Kilometer? Ja, also 140 lässt du schon durch bei Vollgas. Das ist nur der erste Schluck. 1,5 habe ich. Okay. Der zieht so schön ab. Der zieht einfach so schön. Problem ist, je schneller ich bin, desto weniger Kontrolle habe ich und desto mehr Schrott lasse ich hinter mir liegen. Werkstatt aufsuchen. Ja, ist recht. Wer ist Beste? Ich habe nur einen Leitpfosten erwischt. Ich müsste halt echt meine Tour mit realistischem Verbrauch fahren, gell? Spadfall lässt grüßen. Ja, deswegen, genau deswegen. Getankte Liter, 4000 Euro auf 200 Kilometer. Ich bin schön ein Level aufgestiegen. Ich tank erstmal voll. Ach Gottchen. Ich bin für eine Minute weg. Ja, und wir sind eh schon wieder bei einer Stunde, also. Ich werde das mal die Tage machen, jetzt mit dem realistischen Spritverbrauch und dann irgendwas Schweres mal von A nach B, 1000 Kilometer oder so. Und dann gucke ich mir das mit vollen Auftrag mal an. Aber bis dahin soll es das gewesen sein. Mein Ziel habe ich erreicht. Ja.
Mein Ziel habe ich erreicht. Was will ich mir? Ja, jetzt ganze Zeit die Haustür auf. Hält die Haustür auf? Ich, ganze Zeit. Warum? Weil mein Hund draußen auf der Treppe liegt. In der Sonne. Und so kann er dann halt wenigstens immer wieder rein. Und wenn er reinkommt, mach ich so zu. So kann man es natürlich auch machen, gell? Ja. Alles für die TNG. Macht's gut. Ciao.